Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Minecraft. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen Living in the New World, mein Modpack. Und ja, ich gehe mal nach oben und zeige euch mal ein bisschen, was passiert ist. Denn ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal diese weirden Outlines habe. Die hatte ich vorher nicht. Finde ich ganz merkwürdig und ich vermute, das hat irgendwas mit dem Shader zu tun. Ich habe ein bisschen gespielt, ich habe aber eigentlich nichts geändert. Schöne Einstellung. Finde ich ganz merkwürdig. Hatte ich vorher nicht. Und ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht könnt ihr es mir sagen. Bis dahin habe ich es wahrscheinlich eh schon wieder selber geregelt, weil es mich nervt. Aber ich... keine Ahnung. Tone Map, ich weiß nicht, was eine Tone Map ist und schieß mich tot. Da habe ich keine Ahnung von. Das war's auf jeden Fall. Das ist weg. Okay. Also, wir sind jetzt hier im Häuschen. Ne? Hier habe ich den Boden geändert, habe hier einen Weg nach unten gebaut. Noch eine Truhe, weil ich einfach keinen Platz hatte. Hier ist ein bisschen zum Werken. Das hier ist tatsächlich, wenn ihr unten guckt, ein Kamin. Das heißt, wenn ich hier jetzt was reintue, ja, das kann ich dann nochmal eben rein tun, da ich mal zeigen kann, kurz. So, ich mach mal das. Ich glaube, das kann man nicht brennen. Kann man das brennen? Aus mir um? Ja. So, wenn wir jetzt mal gucken gehen, dann qualmt das Ding da oben raus. So, wie ihr jetzt schon seht, rundrum habe ich alles fertig. Oben drauf ist eine Mauer. Hier stehen ein paar Bäumchen, weil ich die zum Bauen gebraucht habe. Und wir haben auch ein Dach. Ja, also so sieht es jetzt gerade aus. Ich habe Druckplatten gemacht, die das hier direkt auch wieder schließen. Und so, hier ist jetzt mein Bett. So sieht es ja aus. Oben sind Dachschrägen, auch von dem Mod. Wenn ich jetzt aufwache, gucke ich genau hier raus. Die Bäume stehen jetzt gerade leider im Weg. Hier soll noch was hin, ich weiß noch nicht was. Hier ist mein Balkon, Balkonien. Ich zeige euch mal eben, wie das aussieht mit dem Dach. Das sind so Dachschrägen von dem Mod. Marcos Roofs. Wir haben so plenty. Zack. Und ja, ich habe ein Problem, denn ich habe schon mal, wie gesagt, gebaut und habe ich sie hier irgendwo reingeklappt jetzt, weil es mich nervt. Ja, hier. Ich habe diese Drawer. So, und jetzt nehmen wir mal als Beispiel den entrindeten Tannenbaum. So, das hier sind die Drawer, die von Biomes of Plenty sind. Ganz normal. Die von Storage Drawer sind. Ganz normale Drawer. Da sieht man auch unten links, hier sind jetzt 15 Stück drin. Hier sind 41 Stück drin. Hier sind 12 mal 64 Stück drin. Plus 10 einzelne noch. Kann man ganz gut erkennen, kann man verstehen. Die hier sind aber, weil ich eigentlich die, diese hier nehmen wollte, das sind Tannen-Drawer. Ja, so. Die funktionieren aber nicht. Da kannst du was reintun und da kommt kein Icon. Unten seht ihr, da ist jetzt ein entrindeter Baumstamm drin. Kannst du aber nicht nehmen. Und du kannst ihn auch nur ganz schwer abbauen. Also das ist noch das Schlimmste von allen. Ach komm. Oh. Die funktionieren nicht. Das ist vom Mod More Storage Drawers. Weil den Storage Drawers Biomes of Plenty gibt es nicht mehr, den Mod. Also nicht für die Version. Und der kann das zwar, aber der zeigt mir keine Icons an, egal was ich mache. Auch nicht, wenn ich jetzt so einen Umbran nehme. Ich habe es ausprobiert. Es funktioniert leider nicht. Die funktionieren, deswegen müssen wir uns jetzt an Fichte, glaube ich. Spruce ist Fichte. Das sind die da. Müssen wir uns jetzt dran halten und nehmen die zum Bauen. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen gebaut. Ich habe hier auch schon eine Etage, damit wir ein bisschen Lagerplatz haben. Automatisieren können wir es noch nicht, weil ich erst Redstone finden muss. Aber ich werde hier noch ein bisschen weiter tiefer bauen. Alleine, weil wir wahrscheinlich später viel mehr Lager brauchen.
Und alleine, weil wir später noch die anderen Mods weiter ausbauen wollen. Und ihr seht, ich habe hier auch schon so einen Framed-Block. Also das sind Blocks, da kannst du selber bestimmen, wie die am Ende aussehen sollen. Ich kann euch das immer eben zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wollen würde, ich möchte eine Treppe haben, die wie Kies ist, dann kann ich das hier hinstellen und kann das jetzt draufklatschen. Zack, habe ich eine Kies-Treppe. Ist ganz cool. Wie ich finde. Ja, das habe ich bis jetzt gemacht. Und ihr seht, das Wetter schlägt gerade um. Kein schönes Wetter, um rauszugehen, wie ich finde. Eine Horde hat mich auch schon wieder heimgesucht. Und diesmal eine krasse Horde, die hatten nämlich Helme auf. Ja. So Sandzombies waren das mit so komischen Lederkappen. Die sind dann nicht verbrannt. So. Wir gehen raus, besorgen uns ein bisschen Holz, weil ich würde gerne noch weitere Drawer bauen. Und ich habe hier leider auch jetzt noch ein paar Tannensetzlinge. Eisen habe ich nicht mehr. Das ist mir jetzt komplett ausgegangen, weil ich die ganze Zeit halt gebaut habe. Tja. Leider Gottes. Kein Eisen mehr. Sehr schön. Ja. Können wir dann direkt unten einsortieren, beziehungsweise können noch ein paar Drawer bauen. Aus dem Holz, aus dem Tannenholz, baue ich dann Fichtentruhen. Und aus den Fichten baue ich dann die Drawer selber. Nö. Dass die manchmal nicht ganz kaputt gehen, finde ich ein bisschen nervig. Das ist natürlich ein schöner Mod. Da brauchen wir gar nicht drum diskutieren. Aber das nervt. Da brauchen wir auch nicht drum diskutieren. Das nervt ebenso. Ich habe auch keine Axt mehr jetzt. Kaputt ist, kann ich mir gerade gar keine neue machen, weil ich jetzt auch keinen Stein oder so dabei habe. Boah, blub, 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 blub. So. Dann habe ich ja hier zum Keller, also ihr seht jetzt, hier ist kein Eingang mehr, weil ich wollte hier so eine Art Brücke machen und hier so ein bisschen Wasser drumherum, weil wir werden das ja verdichten hier ein bisschen. Und dann wollte ich hier so ein Sichtfenster haben, dass man hier gucken kann. Von unten. Dachte ich irgendwie erst, aber ob es funktioniert, ist ja eine andere Frage. Ne? So. Mal mit. Und komm, bevor wir jetzt abhauen und ich gleich wieder zurückrennen muss, hole ich mir jetzt hier noch ein neues Werkzeug. Achso, ja, die habe ich jetzt so natürlich runtergebracht. So, dann gib mir mal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da können wir ein bisschen mitbauen. Nein! Oh, ist jetzt nicht passiert. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du solltest doch Äxte bauen, Mensch. Oh, auf jeden Fall. Wir haben viele Werkzeuge jetzt, sagen wir mal so. Ne? Na mei. Ja, muss ich mir nur überlegen. Eigentlich fand ich es cool, wenn man so von da unten so ein bisschen Licht reinkriegt. Aber wie soll man dann da reinkommen? Das ist ja auch doof. Wenn ich jetzt hier eine Brücke drüber mache, kriegst du auch kein Licht mehr rein. Ja. Plan nicht gut zu Ende gedacht. So, wir werden jetzt ein bisschen Holz sammeln. Und dann will ich auf jeden Fall in dieser Folge noch runter in die Mine. Und möchte gerne
Ich möchte gerne Redstone und sowas finden. Beziehungsweise wir gehen nicht in die Mine da hinten, die wir schon so ein bisschen erkundet haben. Wir buddeln bei uns einfach weiter runter. Das ist ja jetzt richtig für den Anus gelaufen, ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich wieder da hoch. Achso, wenn ich hier jetzt anfange, dann ist neue Lage. Okay. Du nimmst auch zwischendurch da weg. Warum darf ich denn da nichts wegnehmen? Also, das war wieder. Naja. Sonst noch irgendwo ein Block? Ja, da. Tja, wenn man keine fliegenden Stämme haben will, dann muss man leider auch manchmal leiden, ne? Der sieht aus von hier oben. Wäre cool, wenn die alle noch so zusammenkloppen würden. Ja, dann kann ich den Morse-Dorf-Mod auch schon wieder rausschmeißen. Ausprobiert, funktioniert leider nicht. Storage Draws Mod, der ist nicht eingedeutscht, aber das kann ich ja mal machen. So, die hier müssen wir leider abbauen. Und leider deswegen, weil die Bäume einfach winzig sind. Und ich habe mich aber dazu entschieden, daraus die Sachen zu bauen. Manchmal hat man großen dabei, manchmal nur kleine. Also es ist so ein Glücksspiel eigentlich eher. Könntet ihr jetzt einfach mal zerplöppen? Dann brauche ich nicht immer wieder alles aufheben. Platz haben wir noch. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder so ein Ding, dass die aneinander wachsen, die beiden. Das da hinten will ich mir auch noch angucken, da diese fliegende Insel mit dem Wasser, das sieht super interessant aus. Aber mir war ja erstmal wichtig, ein vernünftiges Häuschen zu haben, so ein Start, wo man sagen kann, okay, hier beginnt alles, die Geschichte. Das war mir erstmal wichtig. Die Bäume hier auf jeden Fall jetzt noch wegmachen. Weil die klauen mir meine Sicht für meinen schönen Morgenaufgang. Das geht natürlich auch nicht, ne?
geht denn der Weg hier rein? Ach, ist das das, wo ich die Fackel... Ne, scheinbar nicht. So, den nehmen wir noch mit und dann machen wir uns auf den Rückweg. Denn es wird schon wieder dunkel. Und ich habe keinen Bock auf diese doofen Zombie-Horden, ehrlich. Also, was heißt doof? Die sind nicht doof, aber... Oh, beim letzten Mal war ich unten und habe gebuddelt und auf einmal kam der Schrei und ich habe den Herzinfarkt des Todes bekommen. Also wirklich, ohne Scheiß. Ich war so total gechillt, habe gebaut und beim Bauen gucke ich immer so Minecraft-YouTube-Videos. Und habe gerade irgendwas mit Gnu geguckt. Und auf einmal kommt voll der Schrei, aber so laut... Alter, ich hab gedacht, ich krieg einen Herzinfarkt, wirklich. Ich hab hier fast den Flipper aus dem Stuhl gemacht, ey. Junge, 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 war das laut. So, okay. Dann ab nach Hause. Ja, das werden wir wohl wieder zu machen müssen. Der Plan ist nicht aufgegangen. So. Prinzipiell würde ich die jetzt hier erstmal reintun. Macht aber keinen Sinn. Denn ich muss daraus definitiv direkt Truhen bauen. Die müssen wir gleich wieder einpflanzen, dann müssen wir dafür wieder hoch. Und so, hier machen wir jetzt erstmal Truhen draus. Jetzt müssen wir natürlich erstmal Holz draus machen, das ist natürlich die erste Sache. Schwupp. Ach komm, Alter, als wenn jetzt echt genau ein Stack fehlt. Das ist doch schon wieder. Arsche pur. So, und warum mache ich so viele Truhen? Weil ich jetzt richtig viele Storage Store bauen will. Dafür brauchst du Truhen. Dafür brauchst du einfach Truhen. Ich würde gerne die zwei Etagen voll kriegen. So. Und jetzt brauchen wir das Holz. Und wie war das jetzt? War das jetzt so, ne? Muss ich gerade selber überlegen. Ne, wie war das? Draw. Der, ne der. Ah ja, genau. Ich erinnere mich. Vorhin noch gemacht. Dann was anderes gemacht und jetzt war das Hirn schon wieder leer. So. Dann haben wir hier nochmal ein paar. Ihr seht selber, ne? Ist nicht so ergiebig. Nicht so ergiebig. Also hier die Reihe habe ich voll. Hier würde ich keine hinmachen, weil hier würde ich so Sachen zum Bauen hinmachen. Und hier könnte man jetzt wieder welche hinmachen. Weil ich überlegt habe, hier den Mineneingang hinzuklatschen. Und einfach hier weiter zu bauen. Kriege ich nicht mal zwei Reihen mit hin. Mann. Das wäre dann unser Weg in die Mine. Ich mache mir eben hier das App noch auf, damit ich sehe, wenn Melanie mir schreibt. So, und was zu trinken brauche ich? Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr was zu trinken? Denkt dran, immer schön hydriert bleiben.
Von denen brauchen wir noch welche. Leider kann man daraus keine großen machen. Das sind immer nur die hier. Da stehen auch noch ein paar fette Tannen. Da hinten sind noch zwei. Ja, also wie gesagt, aktuell struggle ich damit hin und her, dass ich die Bäume anpflanze und immer wieder abbaue und mehr bekomme und wieder abbaue und so weiter. Ich kloppe jetzt erstmal alles hier rein. Oh, ich habe doch noch ein bisschen Eisen, sehe ich gerade. So. So. Essen hält übrigens voll lange. Bin ich total erstaunt drüber. Ja, ich habe aber noch. Aber was ich mir machen könnte, wäre ein Eisenschwert. Weil, wie gesagt, wir gehen jetzt runter in die Minen. Ich habe nur noch 8 Fackeln. Haben wir hier noch irgendwo Fackeln? Nicht lang Fackeln. Rein damit. Wo sind die? Wir hatten doch noch welche. Da. Da. Ja. Und dann gehen wir und machen uns hier unten den Mineneingang rein. Und werden schön hier anfangen, in die Tiefe zu buddeln. So, kommt hier nämlich auch eine Tür rein. Und jetzt geht's los. Also, der Plan ist... Und dann Treppen auch drauf machen, aber dann ist das ja auch noch weg, definitiv. Und stößt in die Birne. Dann immer 5 Stufen, also 1, 2, 3, 4, noch einen tiefer. So. Und hier käme jetzt das hier hin. Weil hier kommen jetzt Stufen hin, hier kommt das hier hin und dann geht es hier weiter. Das hat ja nicht lang gehalten. So, das wäre jetzt wieder Stufe 1, 2. Kohle ist mir gerade nicht mehr wichtig. Haben wir so viel von. 1, 2, 3, 4. Wie war das? 1, 2, 3, 4, 5 und dann 2 nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 2 nach vorne. So. Und jetzt versuchen wir uns mal schön tief zu buddeln. Und vielleicht auch ohne großen Dungeon und so, dass wir einfach ein bisschen rumwalken können. Eine Line-Farm, wie ich es immer schimpfe. Die sind am besten meines Erachtens nach. Ja, das sieht gut aus. Deswegen sind wir hier.
damit wir mehr Eisen bekommen. Und vor allen Dingen Redstone und 2-3 Diamanten, weil wir sie brauchen, damit wir mit den anderen Mods anfangen können. Fressen habe ich jetzt tatsächlich noch nicht angebaut, weil ich habe immer noch 9 Steak von den Kühen, die wir mal getötet haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nicht, also wie gesagt, der Hunger wird halt nicht größer. Das war früher mal anders, da musste man mehr essen als alles andere, jetzt ist es genau andersrum, finde ich gut. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu viel, aber es ist in Ordnung. Wenn man halt Damage kriegt, dann verbraucht man es ohne Ende. Und wenn man jetzt keinen Damage kriegt, dann verbraucht man gar nichts. Dann dauert es lange, bis man was essen muss. Und das finde ich in Ordnung. Also das ist wirklich in Ordnung für mich. Noch mehr Eisen, sehr schön. Sorry, aber da bleibt keine Wand ganz, das sage ich euch. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stückchen tiefer. Also wirklich ein ganzes Stückchen. Wenn ich jetzt hochgehen würde, würde ich direkt... wir müssen gleich ja hochgehen einmal, um neue Spitzhacke zu holen. Dann baue ich direkt Treppen, Stufen und... und dann können wir Treppen runter machen. Dann bauen wir uns direkt den Weg nach unten schön. So, 1, 2, 3, 4. Noch ein. Warte. Spitzke. So, 2. Und Treppen. Warte mal, also hierfür kriege ich jetzt 4. Verbrauche 6 und bekomme 4. Wenn ich jetzt aber die Frame Blocks nehme, verbrauche ich weniger. Prinzipiell verbrauche ich weniger, wenn wir ehrlich sind. Wo sind die? Hä, hatten wir nicht noch? Ich hab doch nicht alles Holz hier. Guck mal, ich hab hier sogar noch welche. So, tun die wieder weg. Nee, tun wir nicht. Weiß warum? Weil wir brauchen noch mehr, weil wir brauchen noch Stöcke. So, und wie war das jetzt? Ich muss immer nachgucken. In jeder Ecke 1. Und dann die Stöckchen in die anderen Schlitze. Jetzt haben wir ganz viele davon. Und daraus kann man jetzt einfach Treppen bauen. Ganz normal. Wie man es sonst auch machen würde.
Und schwupp. Hier haben wir auch noch zwei, die nehmen wir mit. Die Frame Blocks lassen wir hier. Oh, Kabel haben wir genug. Spitzhacke haben wir jetzt auch. Und jetzt machen wir nämlich einfach den hier. Schwupp, 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 schwupp. Seht ihr? Und jetzt mach's einfach so. Und der Vorteil, den ich jetzt habe, ist, ich habe Cobblestone gespart. Denn sonst hätte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 für 4 verbraucht und jetzt verbrauche ich genau 1 zu 1. Genau 1 zu 1. So, Chickens. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 2 nach vorne. So. Das macht. Man weiß es nicht. Mann. Ist auch so ungewohnt, dass die angezeigt werden, wo man Blöcke hinstellt. Das irritiert ein bisschen. Auch wenn ich es irgendwie ja cool finde, eine coole Funktion. Wirklich. So. Alter, da komme ich soeben, bringe ich Jule in den Kindergarten. Und dann komme ich da an und dann sagen die, ja, heute ist Enkelchentag. Und das heißt, heute werden die Eltern mit ihren Kindern zusammen fotografiert, müssen sich so einen Heiligenschein aufsetzen und kriegen Engelsflügelchen an. Dann gibt es Fotos. Wofür die sind, habe ich keine Ahnung. Aber es gibt diese Fotos. Und heute, wo ich frei habe, weil Winterurlaub, Sommer, also Sommerurlaub, Winterferienurlaub, 1, 2, 3, 4, gehe ich ausnahmsweise mal in Jogginghose zum Kindergarten und dann machen die Fotos. Alter, fällt dir nichts mehr zu ein. Fällt dir nichts mehr zu ein. Hartz-IV-Empfänger, die in Jogginghose. Mann, 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 ja. Kann ja keiner wissen vorher. Kann ja keiner wissen. So. Mal gucken, wie tief wir jetzt gehen, weil wir sind schon auf 79. Geht ja scheinbar noch ein bisschen was. Auf jeden Fall. Gibt es irgendwie eine Regel? Warte mal, ich guck mal eben. Auf welcher Höhe Redstone? Zwischen 32 und 64. Okay, da sind wir ja bald. Warte mal. Minus 32? Alter, wir sind nicht mal annähernd auf Minus. The fuck? So, aber noch ein ganzes Stück runter. Uiuiuiuiui. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. So tief müssen wir. Das ist tief.
minus 32 und minus 64. Alter Schwede, WTF. So tief. Wenn man so spielt und das einfach findet, dann achtet man da gar nicht drauf. Warum ist das jetzt schon wieder? Warum ist ein Loch? Hab ich das weggebuddelt? Hä, was habe ich getan? Hör doch auf damit! Oh Gottchen, okay. Dann setze ich mich jetzt erstmal bequem hin. Und wie ihr seht, passiert hier in dieser Folge nicht so viel. Und wir buddeln uns nur in die Tiefe. 1, 2, 3. Habe ich hier schon? Nee. Das Wichtigste fast vergessen hier. So, 1, 2, 3, 4, 5. La 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 la. Lalala. Merkt ihr eigentlich, dass im Hintergrund Skyrim-Musik läuft? Voll geil. Ich habe doch gerade einen neuen Stapel in die Hand genommen. Komisch. Manchmal ist komisch im Spiel. Ja, dann so eine Höhle zwischendurch wäre schon ganz cool. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass wir irgendwo hier in unserem Berg da in diesem Gedöns auskommen, aber scheinbar nicht. Also bei dem Zeug, was wir da gefunden haben, weißt du? Aber scheinbar gar nicht. Was für ein Geräusch. Fährt hier irgendwo eine U-Bahn oder was? Die U-Bahn. So. Das ist kein Gold, ne? Das ist Nickel. Das brauchen wir nicht. Eins, zwei, drei. Vier. Erze finden wir ja, aber immer komische. Ich keinen Schwein brauche. Noch nicht. Vielleicht kommt der Moment ja noch. Vielleicht kommt der Moment ja noch, wo ich sage, ja, jetzt brauche ich massenweise Kupfer. Es gab mal früher eine Mod, ich weiß gar nicht welche das war, aber da gab es auch Kupfer, da gab es das noch nicht offiziell. Und da hast du dann tatsächlich auch Kupferwerkzeug machen können mit. Okay. Bei 59 sind wir. Und wir müssen auch minus 32. Alter Schwede. Da haben wir echt einen langen Weg vor uns. Ich wurde gefragt,
Tatsächlich, weil es gibt jemanden, der die Videos schon vorab gucken kann. Oder ein paar Leute. Die werden bei mir, nur um das mal kurz zu erklären, die werden bei mir schon auf YouTube hochgeladen und werden als privat gelistet. Aber es gibt ein paar Leute, die würden gerne die Videos aktueller gucken. 1, 2, 3, 4. Als sie rauskommen, weil wenn ihr das jetzt seht, dann sind bestimmt schon 2 Monate rum oder so. Und dann kommt das erst raus, weil ich halt immer 5-6 Videos auf einmal aufnehmen muss. Weil ich mal Tage habe, wo ich eine Woche nicht aufnehmen kann und dann habe ich ein Riesendefizit. Und ne, das aktuell ist das zum Beispiel wieder so mit Alan Wake, weil ich gerade keine Alan Wake Folgen habe, weil ich das mit Melly zusammen mache. Und jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch und habe keine Folgen, die ich abgeben kann. Und weil die Leute dann nicht so lange warten wollen und das lieber vorher schon gucken, stelle ich die auf privat und dann gibt es eine E-Mail-Liste, wo die Leute dann die E-Mail bekommen. Und tatsächlich gucken das ein paar, ich würde jetzt nicht sagen relativ viele, weil wir sind bei 1000 Abonnenten. Das ist für mich viel, aber für euch wahrscheinlich ein Witz. Aber trotzdem sind da der harte Kern meiner Community bei, die die Videos schon vorher sehen möchten und das auch tun, tatsächlich. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Und ja, die haben dann gesagt, wir möchten gerne... Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Der grobe Kern meiner Community guckt die Videos früher und wollte... Achso, wollte, dass ich sowas hier auch aufnehme, während ich mich runterbuddel und so weiter. Ich habe gesagt, ich mache das meiste dann einfach off-stream. Wurde vehement gegengestimmt, denn da wurde behauptet, ja, dann könntest du ja auch im Creative arbeiten und. Werde ich definitiv nicht. Ich habe zwar den Cheat-Modus an, also ich kann Cheats aktivieren im Spiel, werde ich aber nicht. Das ist dann tatsächlich nur für Zwecke, wenn mal irgendwo ein Fehler ist oder so, wenn mal irgendwas passiert, wo ich mir nicht sicher bin, dass ich es dann auch nutzen kann. Ich weiß, ich kann es einfach auf LAN stellen und kann es dann immer noch machen. Den Schritt kann man sich aber dann auch einfach sparen. Ich kann so tun, als wenn ich es nicht anhab, kann es ja über LAN trotzdem machen. Also von daher, glaub's wie gesprungen. So. Ich gehe mal meinen... Soll ich leer machen eben. Wie ihr seht, haben wir schon ein paar Meter hinter uns. Wir haben schon ein paar Meter hinter uns. Wow. So, Steine sind ja oben. So. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen, weil ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich es nachher sortiere. Könnte natürlich jederzeit sein, dass ich es anders mache. So, einen Ofen haben wir oben, da müssen wir einmal hoch für. Okay, Mensch. So, im Übrigen sind wir bei 45 Minuten. Ich würde jetzt einfach ein bisschen weiter buddeln und würde euch dazu holen, sobald ein bisschen was passiert, sobald ich eine Höhle finde oder so. Ne? Ich denke, das ist ein guter Plan. Und dann sehen wir uns einfach im wunderschönen nächsten Video. Vielen Dank fürs dabei sein. Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!